Herzlich willkommen bei Fernsehkritik TV. Es ist eine, auch von den Kosten her, eine sehr, sehr aufwendige Sendung. Und gar nicht mal die Preise, sondern wir waren also eine Crew von Festangestellten, ich glaube 60 oder 70 Kolleginnen und Kollegen. Dann noch freie Mitarbeiter dazu, dann das Riesenstudio, die Tore, die Preise und das war alles, die Lizenzgebühren, die wahnsinnig hoch waren, das war alles sehr, sehr, sehr aufwendig. Und dann gab es irgendwann nur noch Sponsoren, die gesagt haben, wenn du diese Brille dreimal in Tor 3 präsentiert hast und sie nicht rausgehst, aber mich als Sponsor 1:30 lang durch wunderschön anzusehende Kolleginnen präsentiert hast, dann gibt es vielleicht ein Auto. Also es waren sogenannte Mastpreise, die rausgehen mussten. Ah. Und das hat die Sendung, wenn man von Anfang an so angefangen hätte, wäre das vielleicht etabliert worden irgendwann. Aber die hatte ja wirklich einen sehr, sehr großen Freigeist, diese Sendung. Ich konnte wirklich ja, fast machen, was ich wollte, in Abstimmung natürlich mit den Kollegen. Und dann plötzlich zu wissen, also dieser Kühlschrank muss raus, dieses Bügelbrett muss raus. Wenn du damit spielst, so als Hors d'oeuvre, ja, mit dem Auto und das vor der Nase weg und dann gewinnst du am Ende das Bügelbrett, ist das alles wunderbar. Aber wenn du nur das Bügelbrett zur Verfügung hast, funktioniert das nicht mehr. Und dann habe ich das gemacht, was ich glaubte machen zu müssen. Ich habe dann fast nur noch um Geld gespielt. Ah ja, okay. Und da ich es dir ja dann, wenn du gewonnen hättest, versprochen habe, musste der Sender es auch zahlen. Ja. Und damit war dann irgendwann verstehe. Schluss. Gut, für all diejenigen, die sich nicht mehr erinnern können, vielleicht, weil sie vielleicht zu jung sind. Ne? Ja. Das ist ganz interessant, das auch mal so ein bisschen analytisch zu betrachten, weil das hat ja auch viel mit Psychologie zu tun. Ich habe mir mal eine Spielrunde rausgesucht aus einer Sendung. Wir machen das mal Schritt für Schritt. Wir schauen uns erstmal den ersten Teil an. Bitte schön. Okay. Waldi, Waldi, kommen Sie zu mir. Waldi, grüß Gott, herzlich willkommen und wir gehen bitte gleich darüber. Und ich wiederhole es gerne, Waldi, es ist mir nicht egal, ob Sie ein Auto oder den Song bekommen. Und Sie sagen mir jetzt, möchten Sie diesen Koffer oder möchten Sie das Tor 3? Ich nehme den Koffer. Er nimmt den Koffer. Bleiben Sie mal einen Moment hier stehen. Dagmar, wenn Sie gerade mal aufstehen wollen. Was? Nein, bleiben Sie hier. Nein, das kommt ja jetzt auf Ihre Antwort an. Was hätten Sie an seiner Stelle genommen? Das Tor 3 oder den Koffer? Koffer. Was hat er genommen? Koffer. Auch den Koffer genommen. Dann müssen Sie sich leider setzen. Heike, kommen Sie mal nach vorne. Heike. Heike, sagen Sie mir, was hätten Sie, kommen Sie auf die andere Seite bitte. Was hätten Sie genommen? Schauen Sie sich beides an, das Tor und den Koffer. Den Koffer oder das Tor 3? Tor 3. Sehen Sie, als wenn Sie das Spiel kennen. Ich brauche jemanden, der das Tor 3 nimmt. Kommen Sie rüber. Ja, das ist schon mal jetzt der erste Teil. So, da würde mich natürlich erstmal interessieren. Du guckst ins Publikum rein und sagst, Waldi, ist das wirklich eine spontane Entscheidung gewesen? Ja, also das Einzige, was wir gemacht haben, weil wir hatten in aller Regel 4 Aufzeichnungen. Die Menschen kamen zwischen Flensburg und Österreich. Bis zu 300 pro Aufzeichnung. Jede Aufzeichnung neu bestückt, das heißt, die um 18 Uhr dran waren, die waren schon um 10 Uhr auf dem Campus, was dich natürlich auch wirklich richtig belebt und in Schwung bringt. Und natürlich haben denn die anderen Kollegen mit diesen Gästen schon Kontakt gehabt. Und natürlich kommt dann ein Kollege und sagt, hör mal, guck mal, diese Dame, die ist so reizend, die musst du nehmen. Und dann war man für den ersten Kandidaten meistens auch schon mal froh, dass man wusste, okay, da habe ich schon mal eine sichere Bank. Aber während ich dann mit dir spiele, gucke ich natürlich schon, wie die anderen reagieren. Und dann war das immer sehr spontan. Und die Sendung ließ ja auch Gott sei Dank wirklich, ich sag mal, nahezu alles zu. Also wenn du dann auf mich zugekommen bist, hast du einen Kaugummi gekaut, habe ich dich gleich wieder weggeschickt. Ja. Oder auch mitten im Spiel, wenn dann irgendwie, weiß ich nicht, Hand in der Hosentasche oder so Kleinigkeiten, wo ich gesagt habe, nee, komm, hier hast 50 D-Mark oder 100 Euro. Ja, wir haben ja gerade die arme Dagmar haben wir ja gerade gesehen. Die erst dachte erst, oh, jetzt bin ich auch Kandidat. Nee, denn doch nicht. Ach so, ja, ich habe das jetzt gar nicht so, ja, weil ich mich erst mal orientiert habe an den beiden Kollegen. Das eine, die dunkelhaarige, ist Renate. Auf die andere, sie mag mir verzeihen, komme ich jetzt im Moment nicht mehr. Welche Kollegen jetzt? Na, die beiden Assistentinnen, die dazu. Ach so, die rumschwirrten da, genau. Ja, und dann die berühmte Frage, Koffer oder Tor 3 haben wir jetzt ja gehabt. Ja. Hast du immer gewusst, was wo ist? Ja. Immer, okay, ja. Gut. Ich gehörte und gehöre auch noch heute, egal was ich mache, du hast das heute ja selbst gemerkt, ich bin immer der Erste, der geht und
gut, ich habe die Bar geöffnet, wahrscheinlich dann nicht der Letzte, weil ich mit dem Zug nach Hause fahre. Aber ich war wirklich immer morgens um 8 oder 9 schon da, habe geguckt, was gemacht wird. Habe auch gesagt, da hätte ich gerne das, da hätte ich gerne das. Und wir hatten einen Rückraum, also Backstage, einen Rückraum hinter den Toren. Da standen wirklich zahllose Autos, da standen Motorräder, da stand alles. Und wir hatten uns extra keine Drehbühne zugelegt, damit nicht der Eindruck entstehen könnte. Also du sagst jetzt Tor 3 und da steht eigentlich das Auto drin. Aber ich gönne es dir nicht und jetzt dreht sich die Bühne und du hast den Kühlschrank. Also wir haben den Gästen wirklich immer gezeigt, wie lang es dauert, wenn man mit irgendwelchen Bollerkarren das Auto rausholen und den Kühlschrank reinstecken müsste. Ja. Hat dann das Publikum nicht so sozusagen schon vielleicht hören können, was hinter dem Vorhang los ist? Nein. Also ein Auto reinzufahren ist ja lauter als einen Song dahin zu tragen zum Beispiel. Nee, das war dann unter anderem der Warm-Upper. Der hat dann mit den Leuten ein bisschen so nette Geschichten gemacht oder gespielt oder irgendwas. Und diese Geräusche wurden deutlich übertönt. Okay, gut. So, dann geht die Spielrunde weiter. Ach so. Hier ist der zweite Teil. Bleiben Sie endgültig beim Koffer oder wären Sie bereit, doch das Tor 3 zu nehmen? Warte, ich mache Folgendes. Ich mach Ihnen das Tor 3 mal auf. Und dann entscheiden Sie bitte neu. Tor 3, bitte auf. Mit Ihrer neuen Denon-Halki-Anlage erleben Sie immer einen tollen Sound. Lifestyle System heißt diese tolle Anlage im zeitlos schönen Design. CD-Player, Kassettendeck, Tuner und Verstärker haben eine Power, die Sie aus dem Sessel abheben lässt. Und in dem schmucken Regal Posso Desiree bringen Sie Ihre Anlage bequem unter. Ein System von Spitzenprodukten in Gesamtwert von 4.196 D-Mark. Sie können jetzt auf Risiko gehen und sagen, wir nehmen den Koffer, aber Sie müssen ihn gemeinsam nehmen. Sie können aber auch sagen, was wir haben, haben wir. Und dann diese traumhafte Anlage. Also, Wally, Koffer oder Tor? Ich nehme den Koffer. Er nimmt den Koffer. Heike? Ich weiß nicht. Sie müssen sich jetzt einigen. Tor, würde ich sagen. Tor. Was machen wir? Jetzt, ich gebe Ihnen noch genau 3 Sekunden Zeit und wenn nicht, guck mal, die warten schon alle. Hole ich mir 2 andere. Ganz schnell jetzt einigen. Ich höre gar nicht mehr hin. Koffer. Okay, Koffer. Also, Heike gibt nach. Sie nehmen beide den Koffer und damit ist die Anlage weg. Was ich mich jetzt frage, ja. Im Koffer kann ja theoretisch der Song drin sein. Ja, theoretisch. Ja. Aber auch was Größeres natürlich. Ja. Aber wenn ich Kandidat wäre, ich würde doch die Anlage nehmen. 4.000 Mark ist die wert, dann habe ich einen sicheren Gewinn. Was ist die Psychologie dieser Leute, dass sie in dem Moment sagen, nö, ich... Das bin ich. Ja, das bist du. Ja. Also nicht, dass die vielleicht sagen, na, es könnte ja ein Auto im Koffer sein, was ja theoretisch möglich wäre, also jetzt ja. als Karte oder irgendwas. Oder wiederum auf Tor 3 verweisend oder so. Du beeinflusst die Leute entsprechend, oder? Ja, aber spielerisch. Ja. Also ich würde nicht sagen manipulativ, nee. Sondern motivierend. Ja. Also ich habe auch, ich gehe nicht in ein solches Spiel rein und habe von vornherein eine klare Vorstellung, wer gewinnt oder verliert. Also gab es auch, wenn mir Leute wirklich so gegen den Strich gingen, dass ich dachte, so, den musst du. Aber wohl auch wissend, der verträgt es. Also ich glaube, das ist das Einzige, wo ich richtig stolz drauf bin, auf diese, weiß ich nicht, 15 Jahre, dass ich nie jemals, auch nicht ein einziges Mal unter den Gürtel gehauen habe, sondern wirklich immer an die Schmerzgrenze ran. Und da gibt es halt Menschen, und ja gut, das weiß man dann irgendwann. Also ich weiß, ob du viel verträgst oder wenig. Mhm. Und das war für mich immer so die Messlatte, an der ich mich ausgerichtet habe. Und ansonsten hat sich das auch für mich wirklich erst immer im letzten Moment entwickelt, zu sagen so, du gewinnst oder gewinnst nicht, weil es einfach, ja, es war freies Spiel, es war einfach nur schön. Mhm. Also wenn sie war ja noch beim Tor 3 zunächst, er war beim Koffer und du hast gesagt, okay, ich halte das Mikro jetzt hin. Und du hast schon gewusst, dass sie sich auf den Koffer einigen werden, oder wie? Nee, das nicht. Nee. Weil du ja meintest, du hast das quasi mit beeinflusst, was die nehmen. Ja, aber natürlich nicht mit der 100%igen Sicherheit, dass ich jetzt wüsste, es läuft darauf hinaus. Mhm. Klar, mit dem Willen und dem Wunsch, dass es so funktioniert, aber das kannst du natürlich nicht zementieren, logischerweise. Heißt aber auch, wenn Kandidaten jetzt einen hohen Gewinn bekommen haben oder einen Song bekommen haben, hat keinen Einfluss darauf gehabt, auf dein Honorar oder irgendwas. Null. Sondern du hast schon so gespielt, dass da Leute auch was gewonnen haben. Ja, und zwar richtig und heftig. Mhm. Und der Deal mit dem wirklich genialen Produzenten, das ist die Janus TV, die es heute noch gibt, mit meinem Freund Kastner, Helmut, war der Deal, am Ende des Jahres muss die Rechnung stimmen.
Und das vertrug halt auch die Sendung, das war das Schöne. Also nehmen wir an, in einer Sendung gehen mal zwei Autos raus, was nicht selten war. Und noch ein Motorrad oder eine tolle Reise oder was weiß ich. Dann konnte ich am nächsten Tag in die Sendung gehen, Leute, ihr habt das gestern gesehen, ne? Das steht kein Sender durch. Heute gewinnt keiner. Und das hat natürlich dann auch noch eine richtige Würze gehabt, weil natürlich jetzt jeder extra gewinnen wollte. Ich auch Gas gegeben habe, dass es dabei bleibt. Es hat nicht immer funktioniert, aber sehr, sehr häufig. Und dann hatte das einen eigenen Charme. Ja. Und am Ende des Jahres stimmte dann die Rechnung für den Sender. Das heißt aber, wenn jetzt ein Autokonzern so ein Auto sponsert, ja, und das Auto geht nicht raus, haben die das Auto auch gespart damit? Und müssen es nicht rausrücken. Richtig. Ja, richtig. Genau. Also der Autokonzern war natürlich interessiert daran, dass man das Auto nicht gewinnt. Ja, ja, klar. Ja, klar. Aber auch in den ersten Jahren, ich würde mal sagen, so Pi mal Daumen über die ersten 10 Jahre gesehen, kam nie einer, der gesagt hat, also jetzt tritt mal auf die Bremse. Wirklich nicht ein einziges Mal. Weder die uns die Preise gesponsert haben, noch der Sender, noch der Produzent. Wir hatten eine wunderschöne Zeit. Also ich glaube, wir haben 91 in Köln angefangen bei Sat.1. Und hatten halt so gut wie nichts. Und dann kriegten wir 50 Laders. Ach Gott. So, 50 Laders. So nach einem halben oder dreiviertel Jahr hatten Sponsoren so viel Gefallen an der Sendung, dass wir schon richtig schöne Autos kriegten. Mhm. Jetzt war die Frage, was machen wir mit den Laders? Die haben wir, ich überziehe es ein bisschen, aber von der Tendenz her kann man sagen, die haben wir zum Schluss als Giveaway rausgegeben, damit die endlich den Fuhrpark leer machten. Ach Gott. Ja, weil inzwischen hatten wir ja dann, weiß ich nicht, Opel, BMW und sowas. Ja, ja, das war toll. So, dann wollen wir noch mal gucken, ob Waldi und wie hieß die Dagmar, ne? Egal, wie sie auch immer hieß, ob die beiden denn auch was gewonnen haben. Nächste Entscheidung. Und jetzt könnte der Waldi ja dann vielleicht mal nachgeben, weil sie müssen sich wieder einig werden. Den Koffer oder das Tor 2? Heike fängt an. Tor 2. Tor 2, Waldi. Den Koffer. Waldi, pass auf, jetzt mache ich Ihnen wirklich einen kulanten Vorschlag. Einmal hat die Heike nachgegeben und es wäre jetzt nur zu toll, wenn Sie jetzt einmal nachgäben. Waldi. Ich nehme das Tor. Das tut richtig weh jetzt, aber muss sein. Koffer, den Sie beide nicht haben, auf. Jetzt dürfen Sie sich so richtig ärgern. Die Malediven hätten Sie erwartet. Mit LTU wären Sie direkt nach El Aido, der Taucherinsel Nummer 1 im Ari-Atoll, geflogen und hätten im Doppelzimmer mit Vollpension gewohnt. Und auf dieser Insel gehört natürlich auch ein international anerkannter Tauchkurs dazu. Sie hätten die Schönheiten unter Wasser erlebt und über Naturwunder und traumhafte Strände berichtet. Das hätten 14 Tage Hochgenuss für 2 Personen sein können. Der Wert 8.172 D-Mark. Heike, kommen Sie bitte mal auf die Seite, weil bis jetzt war alles gemeinsam. Und jetzt sollen Sie und dürfen Sie getrennt entscheiden. Tor 2 oder den Umschlag? Ich nehme den Umschlag. Er nimmt den Umschlag. Ich habe noch einen Umschlag, Heike. Umschlag oder Tor 2? Tor 2. Endgültig? Ja. Pass auf, ich gebe Ihnen 2 Umschläge, wenn Sie die nehmen. Tor 2. Sie bleibt bei Tor 2. Dann machen wir bitte den Umschlag auf von dem Waldi, der nie nachgeben wollte. Und deswegen haben wir ihn jetzt auch einmal ganz für sich allein entscheiden lassen. Oh, es ist der Zong, leider Waldi. Heike, wenn Sie wollen, dürfen Sie jetzt sagen, ich möchte doch die beiden Umschläge haben und eben nicht das Tor 2. Tor 2. Also, Tor 2, das Sie auch hätten haben können, Waldi. Jetzt bitte auf für die Heike. Ja, schöne Runde. Ja. Und das war 92 oder 93 oder so, glaube ich, ganz am Anfang. Aber du hast bei ihm hast du ja nicht mehr groß nachgehakt. Du willst das Kuvert nehmen, Waldi, und dann war es abgehakt, obwohl du ja wusstest, das ist der Zong. Ja, aber da ist für mich jetzt nicht der Parameter, das ist eine Dame, das ist ein Herr, der ist mir sympathisch weniger, sondern das ist einfach die eigene Spielfreude, die dann zu sowas führt. Ja gut, aber du weißt ja in dem Moment, der arme Kerl hat nichts gewonnen. Ja. Das hast du jetzt mit beeinflusst. Ja, und das war auch das Schöne, dass wir dann, also wir haben ganz am Anfang haben wir die Sendung 1:1 adaptiert, Let's Make a Deal aus dem amerikanischen Fernsehen. Ja.
Und da gab es als Niete, gab es dann, wie es die Amis gemacht haben, weiß ich nicht, 10.000 ausgebrannte Glühbirnen, eine nicht mehr funktionable Ampel, Toilettenhäuschen und sowas, das kam bei uns überhaupt nicht an. Es gab doch die verflixte 7 mit Rudi Carrell, da war doch auch immer die Niete war ein ganzes Bad voller Kaugummikugeln, genau, zum Beispiel. Ja. Irgendein Scheiß, den man nicht gebrauchen konnte. Genau. Ja. Das war ja auch so das Prinzip ein bisschen. Ja. Ne? Und das funktioniert bei den Amis noch jahrhundertelang, bei uns überhaupt nicht. Mhm. Und dann war ich mit dem damaligen Produzenten, der leider sehr, sehr jung verstorben ist, ich glaube mit 28, 29 und guter Freund, Erasmus Bölte, waren wir in Nürnberg auf der Spielwarenmesse. Und da haben wir an einem Stand Damen getroffen, die von Sigi Kitsch, die halt diese Puppen, was auch immer, handfertigten. Und da gab es eine graue Maus. Und der Erasmus, es war leider nicht mein Verdienst, sondern ausschließlich seiner, sprach mit den Damen und sagte, Mensch, wenn wir das aber jetzt vielleicht so ein bisschen so teufelmäßig, also aus diesem Dialog kam dann das raus, was dann später den Song ausmachte und eben dazu führte, was ja Absicht auch sein sollte, dass wenn du statt des Autos jetzt den Song hast, ja, jetzt bist du erstmal stinkesauer auf mich. Hab dir 2 Autos und eine Reise weggenommen. Jetzt gebe ich dir den Song und sage dir, du, pass auf ihn auf. 3-mal täglich füttern. Nie in fremde Hände gehen. Dann hast du so ein wunderschönes Lächeln in der Kamera. Ich würde mich trotzdem verarscht fühlen. Tut mir leid. Ja gut, die gab es auch, aber selten. Massengeschmack TV. Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen.